Und damit ein herzliches Moin und willkommen zurück zu Control, meine lieben Freundinnen und Freunde. Und, mal, jetzt geht's unserem lieben Freund Arti. Steht da wie auf dem Bild, im Poster. Gut gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie-Satama. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Arti scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig, nur ein paar Stunden. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja. Du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich hau die Fakten auf den Tisch. Mäkelä, sondern Perkeles, woran? Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Forst in der Wüste. Perkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Großartig. Danke, Arti. Das sind... Brenne den Müll. Ja, verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Okay. Verbrenn's zum Rentier, nicht zum Elch. Was? Okay, Pensionär. Ja, Northmore. Der Direktor ist in seiner Junggesellenbude die Wände hochgegangen. Ja, okay. Wir haben Berechtigung Teil 2, Berechtigung Nummer 2. Yay. Oh, schön. Wir dürfen hier rumlaufen. Wow. Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Strom. Explosion. Zu viel. Licht des Direktors. Die Lichter. Okay, Sammelobjekte öffnen. Northmore. Ach du Schokolade. Ey, das ist so viel. Und so verwirrend. Sagen, es geht hier sehr tief runter.
Ich will immer noch nachladen. Schlimm, ne? Nee. Entkommenes ODM. Bitte versuchen Sie nicht, es allein einzufangen. Binden Sie es unter keinen Umständen an sich. Okay. Ah, ich will immer noch nachladen. Das ist schlimm. Weil... Okay, die Tür ist ein bisschen schief eingebaut, ne? Ist das normal? NSC-Energiequelle. Okay, ein Freund. Ein Freund oder ein Feind? Es ist gefährlich da draußen, Lady. Sprechen Sie mit Leiter Arish. Er ist drinnen, er hilft Ihnen. Alles klar. Ah. Unser Kumpel hilft uns. Astral, was? Ohohohohoho. Okay. Schmetterer herstellen. Was? Ich kann mir andere Waffen herstellen. Dreh und Griff. Okay. Schmetterer hat eine starke Man-Stopping-Wirkung. Mit einem verteilten Schuss, der auf kurze Distanz ganze Gegnergruppen vernichten kann. Okay. Entschuldigt. Dreh bietet ein großzügiges Magazin sowie eine hohe Feuerrate und wird am besten in kurzen und unkontrollierten Schüben benutzt. Das hier könnte eine Schrotflinte darstellen. Das hier könnte ein Maschinengewehr und das Griff. Ganz hier. Okay. Body Modifications. Persönliche Modifikation gewöhnlich. Verdeckte persönliche Modifikation. Okay. Aufwerten. Okay, aktualisieren. Oh. Ich habe gerade ein bisschen was verloren. Okay. Waffenrüstungsschaden. Okay. Ach, damit. Okay. Aufwerten. Höherklassige Modifikation. Eine zu viel. Alles klar. Okay. So langsam habe ich es verstanden. Fähigkeiten. Da kann ich skillen. Okay. Leben. Scham. Psi-Schlag. Schleudern. Und Energie. Würde ich sagen, das und das. Zusätzlicher Waffenplatz. Ja, geilo. Energie. Psi-Schlag. Sprengstoffschleudern. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir das noch. Meine Güte, dann füllen wir eben alles aus. Und den Rest sparen wir uns erstmal. Ich bin so. Gegenmaßnahmen des Rats. Drehtaktiken. Okay, Schnellreise. Geil. Leute, ihr habt geskillt. Hihihi. Die kann ich nie erschießen. Lustig.
Okay, dann quatschen wir mal mit dem netten Herrn. Ich mache den Weg frei. Ma'am! Hey! Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein? Okay, guter Mann. Erstmal. So. Arish. Erstmal brüllen Sie mich nicht so an. Sie haben alle HAV. Wir sind auf derselben Seite. Ich bin Jesse Faden. Ich bin hier, um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben. Ja, ja, Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Ich bin... Oh, Moment. Sie sind die neue Direktorin. Zu Diensten, Ma'am. Lassen wir die Formalitäten, bitte. Stimmt, Faden. Ma'am. Wie Sie sehen können, ist die Kacke hier am Dampfen. Wir halten die Stellung, aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat, lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören. Der NSC ist ständig überhitzt. Und meine Leute werden erschossen, bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können. NSC? Sorry, Behördenjargon. So nennen wir die Energiequelle, das große rumpelnde Metallding. Salvador, der Sicherheitschef, bat mich, sie bei einem Angriff zu schützen. Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich. Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde. Darling, ist er hier? Nein, er kam vor ein paar Tagen runter, bevor alles den Bach runterging. Er war total durch, stand wie ein Bierfass. Faselte etwas von Sicherheitslücken und dass er nur einen großen HRV hatte, ihn aber woanders brauchte. Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben, bevor er ging. Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ. Darling wusste, dass das Zischen kommt. Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne, aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für sie öffnen. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern. Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut. Hören Sie, der Funk ist ausgefallen. Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden, fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist. Ich bin mir sicher, er hat inzwischen einen. Ich halte nach ihm Ausschau. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Halten Sie durch. Ah, jetzt können wir noch ein bisschen mehr mit ihm quatschen. Wenn Umwandler und Kühlmittelpumpen wieder funktionieren, ist dieses Baby schnell wieder auf einer sicheren Temperatur. Hoffe ich. Ah, das Zischen. Arish Arti. Kennen Sie diesen Arti? Natürlich. Er ist mein liebster Pausenkumpel. Der Typ hat ein paar schräge Geschichten auf Lager. Er weiß wahrscheinlich mehr als jeder andere hier. Wenn man versteht, was er sagt. Wissen Sie, wo er herkommt? Ich tippe auf Schweden. Spielt das eine Rolle? Unter manche Steine sollte man einfach nicht schauen, wissen Sie? Ich hätte jetzt, ja gut, Schweden, Pekala, ja. Ich hätte eigentlich mehr vermutet, dass er vielleicht brasilianischer Abstammung wäre. So Südamerika. Was wissen Sie über das Zischen? Nicht viel, nur was ich selbst gesehen habe. Die Besessenen wenden dieselben Taktiken an, die uns Marshall und Salvador beigebracht haben. Also hat das Zischen wahrscheinlich ihre Persönlichkeit nicht völlig ausgelöscht, was ein ziemlich schrecklicher Gedanke ist. Oder es verwendet nur, was es in den Köpfen seiner Opfer findet. Auf jeden Fall will es unbedingt in die Energiequelle. Was glauben Sie, warum? Scheiße, keine Ahnung. Es will mir das Leben schwer machen. Arish. Was machen Sie hier, Arish? Ich bin der Sicherheitschef der Wartung. Ich stelle sicher, dass die ganze schräge Scheiße hier unten die Wartungstruppen nicht belästigt. Salvador hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Er ist der beste Sicherheitsmann, den die Behörde je gesehen hat. Und Sie mögen Ihren Job? Total. Alle denken immer, dass die Wartung unbedeutend ist, weil wir Rohre reparieren, anstatt Berichte zu schreiben. Aber ehrlich gesagt sind das hier die tapfersten Leute im ganzen Scheißgebäude. Ich bin stolz darauf, mit ihnen zu arbeiten. Ich habe ein paar Gelegenheitsjobs mit diesen Leuten erledigt. Sie sagen, was sie denken. Das gefällt mir. Ist manchmal aber auch besser. Vor allem die Jungs hier wissen noch, was Arbeit ist. Wie er schon sagte, anstatt Berichte zu schreiben. Ja, toll, Berichte. Man hat gelernt, Berichte zu schreiben. Aber wie du ein Rohr an ein anderes dran flanscht, kannst du nicht in deinen Berichten ersehen.
Was genau ist die Energiequelle? Hören Sie, ich weiß nur, was Salvador mir gesagt hat, aber sie generiert den gesamten Strom für die Behörde und es gibt zwei einfache Regeln. Nummer 1, sie darf eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten. Nummer 2, sie darf nie, niemals geöffnet werden. Oh, und Nummer 3, streng vertraulich, also stelle ich keine Fragen. Geheimnisse scheinen hier an der Tagesordnung zu sein. Ja, gehört alles zum Job. Amtswaffe. Was wissen Sie über die Amtswaffe? Nicht viel. Ist nur für die Direktoren. Salvador hat mir erzählt, dass er mal Trench mit ihr gesehen hat. Klingt, als könnte das Gerät ziemlich reinhauen. Ich habe zwar mal Bilder davon gesehen, aber die sah anders aus als das Teil, das Sie tragen. Haben Sie die modifiziert? Das ist neu. Heißt neu auch gut? Unter diesen Umständen ist neu das Beste, was wir haben. Alles klar. Ich sollte weiter. Stimmt, die Quarantäne wartet. Okay, Kühlklumpen. Ah, die haben alle diese Dinger auf. Alles klar. Ah, guck, es lohnt sich immer noch mal ein bisschen herumzuschauen. Grenzbereich Übergäst. Okay. Repariere Ölklumpen. Autsch. Ja, ich hätte nicht springen sollen. Ups. Gut. Ich hätte vielleicht nicht so springen sollen, weil, okay, das Ding ist doch höher, als ich dachte. Okay. Ach ja, und euch könnte wohl aufgefallen sein. Okay. Wow, die explodieren. Okay. Wow, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab ganz vergessen, ich kann ja... Kann er das jetzt machen? Ausweichen. Okay. Pumpen. Powerplant. Okay. Pumps. Stromausfall. Ersetze die Teile. Okay. Jetzt wechseln sie Teile. Gut. Mache ich. Warte mal. Nee. Missionen. Verfolgen. Nee, das mache ich mal nicht. Stromausfall. Erst wechseln sie Teile. Alles klar, dann mache ich das doch. Es gefällt mir nicht, dass das so rot ist. Cooling Water. Ach, das ist einer mit. Warte. Surprise! Ja.
das mal aufzuhalten. Ich treffe hier gar nicht. Okay. Central Maintenance. Ausrüstung, Gegenstände, Sammelobjekte. Ja, toll. Ich würde gerne... Ah, hier. Ja, was ich vorhin noch erzählen wollte. Euch mag ja wohl aufgefallen sein, dass... Energy. Okay. Die Bildqualität vielleicht ein bisschen... Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Ein bisschen anders ist. Ich versuche jetzt gerade mal in 30 FPS einfach aufzunehmen. Moin Jungs! Moin. Okay, und hier kann ich anscheinend noch nicht rein. Ich doch mal lieber raus. Was zum Geier ist das? Zerstören kann ich das alles aber auch nicht, ne? Nee. Nee, geh mal durch. Nö. Schade. Okay. Durchgeschmort. Repariere es, bevor sich der Knacker in der Quelle in die Hose scheißt. Okay, machen wir. Nimm mal Platz. Durch die Gegenstände durch schwingen. Geil. Ach, noch mehr. Hier. Yeah. Stein. Okay, wer hat das denn geschossen?
voll bewaffnet. Okay. Nein. Okay, liebe Leutchen, ich würde aber sagen, wir machen... An dieser Stelle erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen... sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich einen traumhaften Tag. Ciao, ciao, euer Gary. Och nö, Leute. Tschüss. Kopfschuss. Okay. Liebe Leutchen, ich verstecke mich mal hier. Man weiß ja nie. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.